The Crew Motorfest ist zwar schon der mittlerweile dritte Teil von Ubisofts Open-World-Rennspielreihe, doch wenn man nur einen kurzen Blick drauf wirft, könnte man denken, dass es sich hier um einen neuen Ableger von Microsofts Forza Horizon-Serie handelt. Ivory Tower, das Studio hinter Motorfest, hat sich ganz offenbar von der erfolgreichen Konkurrenz inspirieren lassen, versucht aber auch eigene Akzente zu setzen. Welche das sind und ob Motorfest Spaß macht, konnte ich bei einem kurzen Anspieltermin bereits herausfinden und verrate euch jetzt, was das Spiel zu bieten hat und ob man es im Auge behalten sollte. Ich hab's ja schon erwähnt, die Parallelen zu Forza Horizon sind an vielen Stellen schon verblüffend deutlich. Das geht schon beim Setting los, denn auch beim Motorfest begeben wir uns als aufstrebender Fahrer oder Fahrerin zu einem Musik-Motorsport-Festival. Und das findet in traumhafter Kulisse statt, nämlich auf der Hawaii-Insel Oahu, also dort, wo sich auch die Hauptstadt Honolulu befindet. Zumindest auf dem Papier ist das die bislang kompakteste Open World der The Crew-Reihe. Die ersten beiden Teile boten ja noch die kompletten USA als Spielwiese, das war schon was Besonderes. Das hat sich jetzt zwar geändert, zumal es Hawaii als Schauplatz ja beispielsweise schon im ersten Test Drive Unlimited gab, aber ob die tatsächlich befahrbare Fläche jetzt wirklich deutlich kleiner ist, konnte ich noch nicht abschätzen, dafür war meine Anspielzeit insgesamt zu kurz. Dafür konnte ich aber bereits eine andere Besonderheit des Spiels begutachten, nämlich die sogenannten Playlists. Motorfest bündelt seine Rennen und Events nämlich zu gewissen Teilen in thematisch unterschiedlichen Minikampagnen, die für Abwechslung sorgen sollen. Im Intro des Spiels werden davon direkt ein paar vorgestellt. In Made in Japan geht's im Stil von Fast and Furious Tokyo Drift oder Need for Speed Underground durch die mit Neonreklamen beleuchteten Straßen von Honolulu. Bei Offroading Addicts steht das Gelände im Vordergrund, mit ATVs, Trucks oder Jeeps donnern wir hier durch die Pampa und über Sprungschanzen. Motorsport gibt's tatsächlich auch, zum Beispiel am Steuer eines Formelautos und wie ihr an der Anzeige sehen könnt, sogar mit Reifenabnutzung, die dann auch Boxenstops nötig macht. In Vintage Garage klemmen wir uns hinter das Steuer alter Klassiker wie amerikanischen Straßenkreuzern oder der Shelby Cobra. Und die italienische Edelmarke Lamborghini hat sogar eine eigene Playlist. Der neue Revuelto ist zudem das Coverauto des Spiels. Aktivieren wir eine Playlist, werden entsprechende Punkte auf der Karte freigeschaltet, zu denen wir dann fahren können, um ein Event auszulösen bzw. ein Rennen zu bestreiten. Die Playlists dürften vor allem dank der breit gefächerten Fahrzeugkategorien für Abwechslung sorgen, ebenso wie die vielen teils stündlich wechselnden Events auf der Karte, auf die ich im Menü aber nur einen kurzen Blick erhaschen konnte. Als Boni für eine abgeschlossene Playlist winken dann besonders starke Karren und da das Spiel als Live-Service-Game angelegt ist, liefern die Entwickler nach dem Launch sicherlich noch zahlreiche Minikampagnen hinterher. Übrigens, wer noch einen Spielstand von The Crew 2 hat, wird laut Entwickler Ivory Tower seinen Fuhrpark in Motorfest transferieren können. Die Hauptrennen der Playlists gehören sicherlich zu den lukrativsten Beschäftigungen in Motorfest. Wie es aber in Open-World-Spielen so üblich ist, erledigen wir auch jede Menge Nebenaufgaben. Ein paar davon habe ich schon gesehen, etwa die Schatzsuche. In so einer Schatzsuche pulsiert die Minikarte dann immer schneller, wenn wir uns nähern. Außerdem gibt es viele Herausforderungen, die on the fly, also quasi nebenbei funktionieren, zum Beispiel Fluchten vor einer sich ausbreitenden Markierung oder Slalomfahrten. Diese Mini-Aufgaben gab es schon in den ersten The Crew-Spielen und können gerade längere Fahrten angenehm auflockern, zumindest war das damals so. Zusammen mit dem für Lebendigkeit sorgenden Zivilverkehr auf den Straßen machte aber auch die Open World von Motorfest auf mich in der Preview schon einen ziemlich soliden Eindruck und hat durchaus das Potenzial, eine ähnliche Sogwirkung zu entfachen wie das offensichtliche Vorbild von Microsoft. Aufgrund der begrenzten Anspielzeit konnte ich nur etwas ausgiebiger in eine Playlist reinspielen und entschied mich für die Made in Japan-Liste. Und die versprühte in den nächtlichen Straßenschluchten der hawaiianischen Hauptstadt tatsächlich ziemliche Need for Speed Underground-Vibes, nicht zuletzt wegen des einsetzbaren Nitros. Das Fahrverhalten ist ziemlich arcadig und solide, ich hatte jedenfalls keine Probleme, den Toyota Supra durch die Kurven zu zirkeln.
Wirklich große spielerische Unterschiede zwischen den Fahrzeugkategorien konnte ich noch nicht wirklich feststellen. Generell wirkte das Fahrverhalten aber gerade im Vergleich zu The Crew 2 spürbar verbessert. The Crew Motorfest setzt in diesem Punkt offenbar voll auf Zugänglichkeit, auch wenn sich im fertigen Spiel diverse Fahrhilfen und Assistenzen aktiv bzw. deaktivieren lassen. Die Preview erlaubte übrigens lediglich einen Blick auf die Autos im Spiel. Es wird aber auch in Motorfest wie schon in The Crew 2 die Möglichkeit geben, mit Booten oder Flugzeugen herumzudüsen, wenn auch nicht in dem Ausmaß des Vorgängers. Generell funktioniert die Progression im Spiel wie schon in den ersten beiden Teilen über Erfahrungspunkte, die wir in Rennen oder mit waghalsigen Manövern verdienen. Mit jedem Levelaufstieg schalten wir dann neue Bauteile in unterschiedlichen Wertigkeitsstufen für die Autos frei. Abseits vom Levelaufstieg verdienen wir aber auch in Rennen oder Nebenaufgaben neue Teile für die Karren. Wie tiefgreifend diese Mechanik tatsächlich ist, im ersten The Crew nahm sie immerhin schon fast rollenspielartige Züge an, kann ich noch nicht wirklich beurteilen. Spannend ist dieses Konzept aber nach wie vor und hier hätte Motorfest definitiv auch die Chance, sich etwas weiter von Forza Horizon abzugrenzen. Yeah, don't scare the kid, brother. Technisch machte Motorfest eine ziemlich gute Figur, trotz nicht idealer Bedingungen bei der Preview-Session, die über eine Remote-Verbindung lief. Was ich aber bislang vom Spiel gesehen habe, machte schon Lust auf mehr. Hawaii scheint detailverliebt und abwechslungsreich nachgebildet zu sein, die Fahrzeugmodelle samt Cockpit-Perspektive für jedes Auto machten einen guten Eindruck und es gab schon einige nette Lichteffekte bei tiefstehender Sonne sowie zahlreiche zerstörbare Objekte am Straßenrand zu sehen. Bleibt zu hoffen, dass das fertige Spiel diesen Eindruck bestätigen kann. Ich komme also mal zu einem kleinen Fazit. Auch wenn meine Anspielzeit mit dem neuen The Crew noch ziemlich begrenzt war, hatte ich direkt danach Bock weiterzuspielen, weitere Playlists zu erkunden und Nebenaufgaben anzugehen. Wer also auf Open-World-Rennspiele und insbesondere Forza Horizon steht, darf den Titel in jedem Fall auf dem Zettel behalten, denn das hier könnte eine ganz brauchbare Alternative werden, die ganz offenbar zumindest auf der Inhaltsseite und in puncto Abwechslung eine Menge zu bieten hat. The Crew Motorfest erscheint am 14. September 2023 für die PlayStation und Xbox-Konsolen sowie für den PC. Hier wird das Spiel allerdings nur über Ubisoft Connect und den Epic Store verfügbar sein, eine Steam-Version gibt es nicht. Was sind eure Eindrücke von The Crew Motorfest? Glaubt ihr, dass es neben dem offensichtlichen Vorbild Forza Horizon bestehen kann? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und jetzt erstmal raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.